Anlagen sind in Outlook im Prinzip eine ganz einfache Sache und wahrscheinlich verwendet ihr sie auch schon sehr intensiv. Aber mit Microsoft Cloud und Freigaben und Verlinkung und so weiter ist es doch etwas komplexer geworden und manchmal weiß man nicht so genau, was man da eigentlich tut. Und außerdem kann man natürlich auch Outlook-Elemente wie Kontakte oder Aufgaben als Anlage zu einer E-Mail beilegen und umgekehrt. Und das alles will ich euch in diesem Video zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute soll es bei Anlagen bzw. Verlinkung in E-Mails um drei Dinge gehen, nämlich einmal, wie ihr einer E-Mail Anlagen beilegen könnt, dann aber auch, wie ihr einer E-Mail andere Outlook-Elemente beilegen könnt und zum Schluss noch, wie ihr beliebigen Outlook-Elementen Anlagen und auch Links beilegen könnt. Starten wir mit dem Beilegen von Anlagen. Ich bin hier in einer E-Mail. Im Prinzip kennt ihr das soweit. Ihr wisst sicher auch, dass es hier den Bereich Einfügen gibt mit Datei einfügen. Und ich kann jetzt also an die Stelle, an der ich hier bin, zum Beispiel von diesem PC eine Anlage beilegen. Ich wähle mir die Datei aus, bestätige mit Einfügen und die Anlage wird hier oben mit dazugelegt und ist jetzt eine Kopie. Das heißt, es gibt die Datei einmal auf meinem PC und ein zweites Mal sozusagen hier in der E-Mail. Wenn ich auf Datei einfügen gehe und mir hier die zuletzt verwendeten Elemente anschaue, dann sehe ich, da gibt es Elemente, da steht jetzt hier zum Beispiel C-Ablage oder C-Users oder so. Und wenn ich so etwas, so ein vorgeschlagenes Element auswähle, ich nehme mal hier den Kommentartest, dann wird auch hier einfach eine Kopie dieser Datei von dem lokalen Rechner oder aus dem Netzlaufwerk beigelegt. Ich will das natürlich nicht doppelt, deshalb entferne ich die Anlage hier mal gleich wieder. Wenn ich jetzt beim Dateianfügen mir mal die zuletzt verwendeten Elemente anschaue, dann sehe ich, da gibt es auch welche, da ist hier so eine Wolke dabei und dann steht da SharePoint, Arno Burger, Sites und so weiter. Das hatte ich jetzt vorher nicht. Und jetzt nehme ich mal so eine Datei und lege die bei. Und jetzt werde ich gefragt, ob ich diese Datei als Kopie anfügen will. Das wäre dasselbe Effekt wie den wir gerade hatten mit Dateien aus einem Laufwerk C oder einem Netzlaufwerk. Also wenn ich hier wähle, als Kopie anfügen, dann habe ich exakt eine Kopie dieser Datei und die ist genauso unabhängig von der Originaldatei wie in diesem Fall auch. Das heißt also, auch hier gibt es jetzt die Datei zweimal. Ganz anders schaut es aus, wenn ich jetzt hier wähle, Datei einfügen, nicht druckbare Zeichen, und jetzt Link teilen wähle. Denn jetzt seht ihr, wird hier zwar auch der Dateiname eingefügt und es sieht auch aus wie eine Word-Datei, aber da ist jetzt diese kleine Wolke dran. Und jetzt steht dabei, und das ist sehr wichtig, Organisation kann bearbeiten. Und das heißt, wenn ihr das jetzt so verschickt, dann verschickt ihr nicht eine Kopie der Datei, sondern ihr verschickt einen Link auf das Original dieser Datei. Und diese Datei kann dann von jedem in der Organisation bearbeitet werden. Das heißt, wenn die E-Mail weitergeleitet wird, dann kann jeder andere, der diese E-Mail bekommt, diese Datei verändern. Und das wollt ihr im Normalfall nicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, wenn ihr das so eingefügt habt und das auch so wollt, klickt ihr hier auf den Listenpfeil und dann gibt es die Möglichkeit, die Berechtigungen zu ändern. Das heißt, ihr könnt entscheiden, alle aus der Organisation dürfen zum Beispiel nur anzeigen oder nur die Empfänger können bearbeiten oder anzeigen. Das heißt, ihr könnt hier die Berechtigungen, die ihr damit vergebt, einschränken. Ich nehme mal Empfänger können bearbeiten und dann seht ihr, das steht hier auch so unten drunter. Das heißt, ihr müsst unterscheiden zwischen Dateien, die ihr als Anlage beilegt, also das wären alle Dateien, die aus dem Dateisystem kommen, oder Dateien, die von SharePoint, OneDrive oder aus der Microsoft Cloud-Ablage kommen und die ihr als Kopie einfügt. Und was ganz anderes ist es, wenn ihr auf diesem Weg einen Link teilt, denn damit kopiert ihr nicht die Datei hier hinein, sondern ihr vergebt Berechtigungen für die Datei. Und das ist ganz oft ganz sinnvoll, aber ihr müsst euch bewusst machen, welche Berechtigungen ihr damit vergebt und was das dann in der Konsequenz alles heißt beim Weiterleiten.
Wir haben uns jetzt angeschaut, wie ihr in der E-Mail Anlagen der E-Mail beilegen könnt. Ihr könnt aber natürlich genauso gut ins Dateisystem gehen, dort die Datei markieren, kopieren, dann in die E-Mail gehen und hier mit Steuerung V die Anlage beilegen. Ihr seht, das ist derselbe Effekt. Also ob ihr über Datei anfügen, eine Datei aus einem Laufwerk oder von diesem PC beifügt oder die im Windows Explorer kopiert und hier einfügt, das spielt erstmal keine Rolle. Einen ähnlichen Effekt gibt es auch bei Dateien aus der Microsoft Cloud-Ablage, denn ihr könnt auch den SharePoint öffnen. Also das heißt, ihr geht auf office.com, so wie ich euch das auf dem Kanal schon öfter gezeigt habe, meldet euch hier mit eurer Benutzerkennung entsprechend an und habt jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel von einer SharePoint-Seite, ich nehme mal genau dieselben Dateien, die ich jetzt schon verwendet habe, das wäre hier Videoerstellung bei mir, da gibt es ja unsere Dokumentenbibliothek und in der gibt es bei mir einen Ordner für die Materialien und da sind die Übungsdateien. Und hier kann ich zum Beispiel auf so eine Datei, die ich hier verwendet habe, ich nehme mal hier Hyperlink einfügen, kann ich jetzt auch einen Link kopieren. Das heißt, ich starte jetzt an der Stelle, wo die Datei abgelegt ist, kopiere mir hier den Link und kann auch hier entscheiden, was für Berechtigungen mit dem Link vergeben werden sollen. Ja, also das heißt, ich klicke hier auf die drei Punkte, wähle Link kopieren und dann schaue ich einfach mal, indem ich hier auf Personen in Arno Burger mit dem Link können bearbeiten klicke, was es dann noch für Möglichkeiten gibt. Und ich möchte jetzt gerne einen Link verschicken, den alle Leute, die schon Zugriff haben, bearbeiten können. Ich möchte nämlich keine weiteren Zugriffsrechte vergeben, sondern ich möchte einfach, dass die anderen schneller zu dieser Datei kommen. Das heißt, ich wähle hier einen Link für Personen mit Zugriff und verändere damit die Zugriffsrechte nicht. Ich übernehme das, ich kopiere mir diesen Link, ich wechsle zurück in Outlook und füge hier mit Steuerung V diesen Link ein und ihr seht, jetzt wird der Link eingefügt und Personen mit vorhandenem Zugriff können den Link verwenden. Und das ist etwas, was ich hier gar nicht einstellen kann. Hier vergebe ich immer neue Zugriffsrechte. Diesen Effekt, den ich hier erzielt habe, den kann ich auch erzielen über Einfügen Link. Wenn ich nämlich hier einen Link einfüge, dann seht ihr, ist der Effekt derselbe. Es steht hier Personen in ihrer Organisation mit Link können bearbeiten. Und wenn ich da drauf klicke, bekomme ich ungefähr den Dialog, den ich vorher auch auf SharePoint hatte und kann jetzt sagen, ich möchte nur Personen, die eh schon Zugriff haben, dass die damit arbeiten können. Auch dadurch verändere ich letztendlich die Zugriffsrechte nicht. Also was wichtig ist, wenn ihr einfügt, ist, in dem Moment, wo es aus einer Cloud-Ablage kommt, SharePoint, OneDrive, dass ihr genau guckt, wem vergebt ihr eigentlich welche Rechte und wollt ihr das wirklich? Und wenn ihr das nicht wollt, dass ihr es entsprechend anpasst. Ich übernehme das hier und ihr seht jetzt, Personen mit vorhandenem Zugriff können den Link verwenden. Was ich sehr verwirrend finde hier ist, dass im Prinzip das hier auch ein Link ist. Es ist keine Anlage in dem Sinne, es sieht aber so aus. Hier kann man sich viel besser vorstellen, dass es ein Link ist. Ich hätte mir gewünscht, dass Microsoft das nicht so einfügt, sondern so und dass man dann eben auch bei diesem Einfügen die Zugriffsrechte so anpassen kann, wie man das selber möchte. Jetzt können wir tatsächlich nicht nur Dateien beifügen, sondern wir können auch Outlook-Elemente beifügen. Und vielleicht habt ihr das schon gesehen, wenn wir hier auf Datei anfügen klicken, dann gibt es hier unten Element einfügen und hier kann man jetzt gezielt Visitenkarten, aber auch andere Outlook-Elemente einfügen. Und dann könnt ihr zum Beispiel aus den E-Mails eine E-Mail nehmen, die markieren und die als Anlage hier beifügen und dann seht ihr, wird hier diese E-Mail
jetzt als Kopie, also als wirkliche Anlage beigefügt. Und das geht natürlich dann auch mit anderen Outlook-Elementen. Datei einfügen, Element einfügen, Outlook-Element. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier aus der Liste sage, ich suche die Kontakte aus und ich wähle diesen Kontakt, bestätige mit OK, dann seht ihr, wird dieser Kontakt hier beigelegt. Übrigens, auch hier gibt es die Möglichkeit, dass ich in die Kontakte gehe, in den Kontakten den Kontakt mit einem Rechtsklick kopiere, dann wieder in die E-Mail zurückgehe und hier zum Beispiel mit STRG V diesen Kontakt beilege. Also ihr könnt sowohl aus der E-Mail heraus den Befehl Datei einfügen, Element einfügen wählen, als auch das Element kopieren und es dann hier einfügen. Am 10. August erscheint mein Buch Zusammenarbeit mit Microsoft 365 für Dummies, das ich mit Sigrid Hess zusammengeschrieben habe. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann wäre es super, wenn ihr das Buch bei mir bestellt. Dazu gibt es dann unten in der Beschreibung auch einen Link für die Bestellung. Das, was wir jetzt hier für die E-Mail gesehen haben, geht im Prinzip auch in anderen Outlook-Elementen. Wenn ich also zum Beispiel gerade einen Termin vor mir habe, dann kann ich hier in dem Termin im Prinzip dasselbe machen wie in der E-Mail, nur dass ich jetzt hier das Menü einfügen brauche und dann habe ich Datei anfügen und kann jetzt hier auf genau dieselbe Art und Weise, es ist exakt dieselbe Vorgehen, kann ich auch hier Elemente beilegen und zwar sowohl Dateien als auch Outlook-Elemente. Und hier so ein bisschen getrennt davon gibt es auch Link. Also das heißt, die Funktionalität ist exakt dieselbe wie bei den E-Mails. So könnt ihr zum Beispiel auch für eine Besprechungseinladung, wenn ihr jetzt hier über den Terminplanungsassistenten Personen einladet, für eine Besprechung, ja, ich habe jetzt eine Besprechung, könnt ihr hier auch entsprechend Anlagen beilegen, die die anderen dann verwenden und zum Beispiel auch einen Link auf ein Fotoprotokoll oder was auch immer ihr da braucht. In letzter Zeit habe ich immer mal wieder die Rückmeldung bekommen, dass Abonnenten des Kanals auf YouTube die Videos gar nicht vorgeschlagen bekommen und deshalb habe ich mich entschieden, einen Newsletter zu machen, in dem ich regelmäßig die neuen Videos, die rauskommen, entsprechend verlinke, sodass ihr dann auf jeden Fall eine Information für diese neuen Videos bekommt. Also wenn ihr das möchtet, dann schaut unten in die Beschreibung, da ist ein Link zu meinem Newsletter und dann erfahrt ihr immer direkt von mir über neue Videos, die hier auf YouTube rauskommen. Zum Schluss noch ein kleiner Trick zum Beilegen von Outlook-Elementen als Anlagen. Ich schließe dazu mal die Besprechung hier wieder und ich speichere die nicht. Nehmen wir mal an, ich bin gerade in meinen Kontakten und ich habe hier einen Kontakt, den Frank Bauer, den möchte ich jemandem schicken. Dann kann ich diesen Kontakt einfach mit der rechten Maustaste hier unten auf das Mail-Symbol ziehen. Dort lasse ich die rechte Maustaste los. Dann bekomme ich ein Kontextmenü, in dem ich entscheiden kann, was ich jetzt genau machen will. Neue Adresse, Nachricht ist ganz schlecht übersetzt. Das müsste heißen, neue E-Mail an diese Adresse. Aber ich möchte jetzt praktisch diesen Kontakt kopieren und den an jemand anders schicken. Also nehme ich hier kopieren als Nachricht mit Anlage. Und damit wird die neue E-Mail erstellt und die Anlage, in diesem Fall der Kontakt, wird auch gleich mit dazugelegt. Also ganz einfach mit der rechten Maustaste ein Outlook-Element auf eine andere Komponente ziehen. Ich nehme jetzt mal hier den Kalender und dann hier auswählen, was ihr braucht, zum Beispiel Termin mit Anlage. Dann bekommt ihr einen neuen Termin und da ist der Kontakt mit dabei. Mir ist völlig klar, dass es noch ganz viele Fragen zu Anlagen gibt, vor allem dann auch zum Umgang mit Anlagen, wenn ihr die erhaltet. Aber ihr habt schon gemerkt, es ist so schon lang genug, deshalb gibt es dazu dann ein anderes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.